Um die Umwelt zu erfassen und sich darin zurechtzufinden, da verlassen wir Menschen uns auf unseren Verstand und überwiegend den Sehsinn. Bei Tieren ist das spezifischer, denn je nach Tierart sind manche Sinnesorgane viel empfindlicher ausgeprägt. Doch gibt es einen sechsten Sinn bei Säugetieren als Frühwarnsystem für herannahende Katastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche oder sonstiges? Was dahinter steckt, das erzählen wir euch in diesem Video. Oft liest man von Geschichten, wie die sonst ruhigen Haustiere kurz vor einem Gewitter oder anderen Naturkatastrophen ein auffälliges Verhalten zeigten. Berichte von panischen Tieren gab es schon vor sehr langer Zeit, etwa vom bekannten Naturforscher Alexander von Humboldt. Merkwürdiges Tierverhalten war auch der Grund für eine Evakuierung einer chinesischen Großstadt vor etwa 45 Jahren. Bodenbewohner verließen fluchtartig ihre Verstecke und nur einen Tag später wurde die Stadt von einem Erdbeben der Stärke 7,3 auf der Richterskala erschüttert. Der Zoologe und Verhaltensforscher Martin Wikelski beschäftigt sich seit einigen Jahren mit diesem Thema. Verfügen Tiere über eine Art Frühwarnsystem für katastrophale Ereignisse? Die Bauernhoftiere, die er und sein Team bei einer ihrer Studien testeten, lebten in einer Gegend, in der es in der Vergangenheit öfter zu Beben kam. Eine gute Voraussetzung, mittels Biologgern dieser Hypothese auf den Grund zu gehen. Der angepasste Gurt, den die Tiere bekamen, zeichnete ihre Bewegungen mit Beschleunigungssensoren auf. Das lieferte solide Daten, um zu rekonstruieren, was die Tiere so machten. Die Testtiere reagierten unterschiedlich. Während die Schafe keine Verhaltensänderung zeigten, reagierten die Hunde hyperaktiv. Die Kühe zeigten abhängig von ihrem Standort verschiedene Verhaltensweisen. Auf der Weide konnte keine Reaktion beobachtet werden, während im Stall zusammen mit den nervösen Hunden Unruhe aufkam. Eine freilebende Ziegenherde, die am Ätna lebte, wurde ebenfalls untersucht. Mit den Biologgern konnte man feststellen, dass die Ziegen 4 bis 6 Stunden vor größeren Eruptionen sich in Gegenden mit hohen Bäumen bewegten, obwohl sie diese Plätze wegen wilder Hunde normalerweise mieden. Wahrscheinlich suchten sie aus Erfahrung Unterschlupf, um dem drohenden Ascheregen zu entkommen. Magie oder Übersinnliches steckt nicht dahinter, betont der Zoologe, sondern um physikalische Gesetzmäßigkeiten. Trotz der sorgfältigen Studie reicht die Datenlage derzeit noch nicht aus, um gut zu beantworten, ob sich Tiere als zuverlässige Indikatoren eignen. Ob wir mit Tieren jemals als vertrauenswürdige Seismologen kooperieren können, ist fraglich. Vielleicht liegt die Antwort ja bei euch allen. Wirkt mit als Berichterstatterinnen und Citizen Scientist und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr schon mal ein verändertes Tierverhalten vor einem besonderen Ereignis beobachtet habt.